Leute, Pathfinder ist eine absolute Rotationsmaschine, wer es bis jetzt nicht mitbekommen hat. Eigentlich mitunter einer der heftigsten Legenden, um zu escapen, um schnell voranzukommen. Keine andere Legende kann das jetzt so schnell wie Pathfinder. Er hat sogar eine versteckte Passive, man könnte Gegner spotten. Es gibt einen kleinen Haken, möchte ich euch gleich zeigen. Eigentlich ist Pathfinder in der vermeintlich mitunter schlechtesten Legendenklasse, die Skirmisher-Klasse. Wir können Care Packages scannen. Das klingt erstmal nicht spannend, aber bei Pathfinder ist es ultra effektiv und das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ein bisschen Gameplay für euch, was euch zeigt, dass er wirklich extrem heftig ist. Es gibt natürlich einen Haken, das funktioniert nicht auf jeder Map. Wichtig, auf jeder Map, wo Jump Tower verfügbar sind, reichhaltig. Also World's Edge, King's Canyon, Olympus, da ist es besonders effektiv. Ansonsten Stormpoint maximal, wenn wir in Blickrichtung eines Gravity Lift sind, dann könnte das vielleicht noch funktionieren, aber auch da eher schwierig, weil wir uns da die Richtung nicht wirklich hundertprozentig aussuchen können. Ich habe gleich Gameplay für euch, es ist wirklich ultra heftig, also so eine Art Tipps und Tricks Video. Vorher möchte ich euch natürlich noch die Gewinnerin, und es freut mich, dass ich endlich mal eine Frau gezogen habe fürs dritte und letzte Gewinnspiel für 6700 Apex Coins und tatsächlich wieder auf der PlayStation, alle drei Gewinner tatsächlich auf der PlayStation, was meine Umfrage vor einigen Tagen widerspiegelt, dass deutlich über 50% tatsächlich auf der PlayStation spielen. Also herzlichen Glückwunsch an Tina. Freut mich, dass es auch mal eine Frau ins Gewinnspiel geschafft hat, die gewonnen hat und nicht nur wir Kerle. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was Pathfinder eigentlich so drauf hat und was es vor allem zu beachten gilt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier. Und eine versteckte Passive zum einen. Hier haben wir es nämlich schon. Wir können, wenn wir die Zipline aktivieren, bevor wir sie endgültig stellen, können wir nämlich hineinzoomen. Wir können theoretisch Gegner spotten und das funktioniert damit extrem super. Das heißt, wenn ihr hofft, dass hinter euch nicht unbedingt jemand ist, spannt die Zipline, guckt noch kurz nach hinten, spottet ein bisschen und ihr seht auch, wie weit ihr weg seid, bevor die Zipline spannen können. Das wurde nämlich ein bisschen verbessert, dass wir jetzt besser die Zipline spannen können. Und ihr seht hier diese Art blauen Schein an dem Jump-Balloon. Und erst wenn dieser blaue Schein außerhalb des Ballons ist, können wir die Zipline dagegen spannen und so extrem schnell vor Gegnern flüchten, weil wir einfach deutlich schneller über diese Zipline vom Pathfinder zippen können. Gilt für Teammates, leider aber auch für die Gegner, was ich sehr, sehr schade finde. Ursprünglich hieß es eigentlich, dass nur Pathfinder schneller über sämtliche Ziplines heizen kann. Gilt tatsächlich aber nur für Pathfinder Ziplines. So, jetzt gucke ich hier noch so ein bisschen rum und schaue, ob irgendwo noch Gegner sind. Hinter mir vielleicht gerade in Arenas, in Ranked, nicht in Arenas, in Ranked. Sehr, sehr wichtig und effektiv. Jetzt spannen wir die ganze Geschichte. Zack, und hier ist ganz, ganz wichtig. Kurz vor dem Ballon müsst ihr abspringen und dann die vertikale Zipline benutzen. Ansonsten prallt ihr dagegen und fallt einfach nur steil bergab, was sehr, sehr ärgerlich ist. Und jetzt kommt eigentlich die Passive zum Tragen. Zu meinem Glück droppt jetzt ein Care Package. Zack, jetzt geht's los. Ihr seht oben an dem Kompass, wo das W ist, erscheint jetzt das Care Package Logo. Immer dann, wenn ihr das scannen könnt, seht ihr das an diesem Kompass. Und zu meinem Glück erscheint das jetzt. Achtung, ein Blick nach oben. Ihr seht, der Scan geht enorm schnell und zack, meine zweite Zipline ist voll. Und theoretisch ist es so möglich, drei Ziplines in unter einer Minute zu spannen. Jetzt zieht euch einfach mal rein. Jetzt zippe ich hier noch rüber. Wir sind ultra schnell rotiert auf diesen kleinen Felsen. Und jetzt ist vor mir noch ein Care Package, was ich in der Hektik wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht wahrgenommen habe. Ihr habt es gerade hier links gesehen. Hier ist noch ein Schein von einem weiteren Care Package. Das hätte ich jetzt ebenfalls noch innerhalb von nicht mal 2 Sekunden scannen können. Und dann hätte ich hier schon die dritte Zipline voll und hätte hier auf diesen Turm noch hochsippen können auf die Mitte. Was aber extrem wichtig ist, bevor ihr
Moment, hier gibt es noch ein Beispiel, wie man einfach mal die Gegner spotten kann. Ich zoome hier einfach mit der Zipline rein und zack, sehe ich da die Gegner, die ich vorher nicht geahnt habe. Kurz danach pinkt auch schon der Octane die Gegner. Und hier ganz wichtig, wir können nicht sofort das Care Package scannen. Es dauert eine Weile, bis das aktiv ist und vom Himmel droppt und erst ab einem bestimmten Punkt in der Höhe können wir das scannen. Ganz wichtig, da ihr selber wisst, wie schnell das Scannen geht. Die Zipline, die ihr aktuell habt, wenn sie voll ist, die muss verbraucht sein. Wenn das Teil runterkommt und ihr guckt dann nur kurz drauf, der Scan geht so unwahrscheinlich schnell, dass ihr, wenn ihr Pech habt, das Care Package gescannt habt, dann seht ihr, was drin ist. Ihr könnt es dann aber nicht für eure nächste Zipline scannen, was sehr ärgerlich ist. Jetzt habe ich hier die Zipline schon mal gespannt. Schaue noch kurz, was die Gegner machen. Die haben jetzt denselben Gedanken und auch hier wieder der Indikator. Achtung, jetzt auf dem Kompass geachtet, seht ihr wieder das Care Package Logo, was jetzt an der Seite runtergeht. Das ist ganz gut zu sehen. Und zack, schon weiß ich jetzt, spätestens sollte ich meine Zipline spannen. Und seht ihr da, jetzt seht ihr das Logo zum Scannen. Wenn ich genau drauf halte, wird das Care Package gescannt und das geht mal wieder so schnell. Zack, und schon sehe ich, dass da eine 45 drin ist. Und hätte ich jetzt meine Zipline noch nicht gespannt, hätte ich den Scan verbraucht, hätte zwar gesehen, was drin ist, aber hätte keine zusätzliche Zipline bekommen. Jetzt kann ich hier noch ganz easy ans Nebengebäude zippen. Ungefähr 250 Meter müssten es sein, die das jetzt lang ist. Vorher waren es knapp 150. Hole mir die 45 und freue mich extrem, wie schnell man hier über die Map rotieren kann. Wie gesagt, eigentlich Pathfinder eine sehr uninteressante Legendenklasse, aber in Verbindung mit den Escapes extrem heftig. Und gerade wenn wir auf einen Jump Tower zippen, haben wir schon mal ungefähr 200, 250 Meter vom Punkt A bis zum Jump Tower. Und vom Jump Tower können wir irgendwie zum nächsten Spot heizen. Vielleicht ist da irgendwo ein Care Package. Und wir sehen auch auf der Minimap, wo sich die Care Packages befinden, wo wir die scannen könnten. Ich weiß allerdings nicht, das ist ganz wichtig, ich habe noch nicht mitbekommen, ob auch Gegner, wenn die das Care Package scannen, ob ich es dann auch noch scannen kann. Ich denke, ja, das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Hinweis. Habe ich noch irgendwas vergessen? Spotten geht super. Wie gesagt, die Ulti muss voll sein. Reichweite durch den blauen Schein extrem gut sichtbar. Escapen mega, mega gut. Geht nicht auf jeder Map. Vorher abspringen, ganz, ganz wichtig. Und ja, das war's, Ladies and Gentlemen. Also ich finde Zipline in Verbindung mit den Care Packages Pathfinder wahrscheinlich einer der effektivsten Legenden in Season 16. Ich überlege, ob ich vielleicht mal eine Tierliste erstmalig nach, keine Ahnung, anderthalb oder zwei Jahren über die Legenden in Season 16 mache. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Falls ja, vielleicht haue ich auch noch einen Waffen Tierlist-Gedöns hinterher, aber ich glaube, wir wissen alle schon, bevor nicht ein bestimmter Nerf passiert, wird eine Waffe wahrscheinlich ganz, ganz, ganz weit oben sein und das mit Abstand, würde ich behaupten. Ladies and Gentlemen, ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Glückwünsche nochmal an Tina. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.